in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr Kosmetik selber machen könnt. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Kosmetik. Ich zeige euch heute eine Haarkur. Hierfür benötigt ihr Olivenöl, ein Eigelb, eine kleine Schüssel zum Trennen. Ihr braucht frisch gepressten Zitronensaft und dann nachher zum Zusammenmixen nochmal eine Schüssel mit einem Teelöffel. Im ersten Schritt müsst ihr das Eigelb vom Eiweiß trennen. Hierfür schlagt ihr euer Ei am besten am Rand eurer Schüssel auf. Und dann könnt ihr es einfach aufziehen und das Eiweiß am Rand langlaufen lassen, bis nur noch das Eigelb in der Schale ist. So, und jetzt braucht ihr eure zweite Schüssel. Gebt euer Eigelb hinzu. Jetzt nehmt ihr einen Teelöffel von eurem frisch gepressten Zitronensaft. Ihr dürft nicht zu viel nehmen, weil das dann sonst die Haare und Kopfhaut austrocknen kann. Und nun zerdrückt ihr das Eigelb und vermischt alles gut. So, und jetzt fehlt noch das Olivenöl. Hiervon gebt ihr auch einen guten Teelöffel hinzu. Und jetzt muss auch wieder alles sehr gut verrührt werden. Und so sieht die fertige Haarkur dann aus. Jetzt könnt ihr sie einfach auf eure Haare einmassieren. Und lasst sie am besten eine halbe Stunde einwirken und wascht eure Haare dann ganz normal. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.